Was tun, wenn man an unzugänglichen Stellen polieren muss? Also wo man mit einem Exzenterpolierer, wie sowas hier, wenn man da nicht richtig drankommt. Also man sieht schon, man kommt da nicht mal in die Nähe. Wenn man jetzt in diesen Lüftungsschlitzen, das ist so ein Motorradteil, wenn man in den Lüftungsschlitzen da zum Beispiel innen drin irgendwo einen Staubeinschluss hat und hat den ausgeschliffen und will das jetzt wegpolieren. Also mit den normalen Sachen kommt man da nicht dran. Auch nicht mit solchen Polierern. Also ja, Polierschwämmen oder wie auch immer, die eigentlich für Felgen gedacht sind. Man sieht schon, also da reinkommen unmöglich. Ne? Und von Hand polieren ist natürlich unheimlich aufwendig. So, dann gibt es ja jetzt noch hier solche Geschichten da. Also der ist jetzt zum Beispiel von Dremel, aber gibt es auch Proxon. Man kann auch eine normale Bohrmaschine mit einer normalen Verlängerung nehmen. Und für gerade so für diese kleinen Motoren, da gibt es ja alle möglichen Polieraufsätze. Einmal sind es solche Filzscheiben. Also die sehen so aus, werden dann auf so ein, da ist vorne so ein Dorn, da werden die aufgeschraubt. So, die haben natürlich den Nachteil, dass die dadurch, dass sie doch recht hart sind, an den Kanten natürlich unheimlich schnell durchpolieren. Zumal so diese Geräte, die laufen ja relativ schnell an, die kann man natürlich auch noch mit dem Stromregler noch runterregeln, dass sie ein bisschen langsamer laufen. Die neuen sind auch so mittlerweile stufenlos regulierbar. Und so als weiteres, dann gibt es dann auch hier, das sind so auch so Faseraufsätze, sind auch noch relativ hart. Das ist halt auch so ein Problem, dass man da auch sehr vorsichtig und mit wenig Druck dran gehen muss. Und sie fransen unheimlich schnell aus. So, dann gibt es da noch diese ganz kleinen, diese runden, die sind auch aus Filz, gepresster Filz, die sind natürlich auch unheimlich hart, also auch nicht geeignet. Und tja, da ich ja ein fauler Mensch bin und das nicht gerne von Hand polieren möchte, habe ich mir dann überlegt, ich habe da vor einiger Zeit mal bei der Industrie angefragt, ob es denn nicht möglich wäre, gerade so Polieraufsätze, also diese Schwammpolieraufsätze, gerade für diese kleinen Maschinen zu machen. Aber da bestand anscheinend wenig Interesse, obwohl das gerade jetzt, sagen wir mal, wenn man jetzt bei hochwertigen Fahrzeugen oder so, wo man wirklich auch noch in kleinen Ecken mal was polieren sollte, da werden die schon angebracht. Also ein Bedarf wäre da mit Sicherheit da. Aber irgendwie reicht das für die Herren da nicht aus. Und darum bin ich dann auf die Idee gekommen, wenn es sowas nicht gibt, dann macht man sich das einfach selber. So, der ist jetzt zwar nicht so schön rund, aber dadurch, dass der da, also der läuft sich ja mit der Zeit dann ab. Also ich montiere den jetzt zum Beispiel mal da drauf. Das ist jetzt von einem stinknormalen Polierschwamm. Den habe ich einfach auf so einen Dorn aufgesteckt und vorher oben einen Epoxidharzkleber reingemacht. Ne? Die zweite Variante ist zum Beispiel, das ist auch ein Stück von einem normalen Polierschwamm. Man sieht hinten noch diesen weißen Filz. Den habe ich vorher ein bisschen zurückgeschnitten. Hab dann diesen Dorn auch mit Kleber versehen, da reingedreht. So. Und das ist jetzt schön weich zu polieren, das kann man dann sehr gut kontrollieren, wenn das läuft. Vor allen Dingen durch diese, da ist jetzt auch ein Schnellspannfutter drauf, weil ohne Schnellspannfutter sind die Dinger eigentlich unbrauchbar, weil man dann keine größeren Sachen reinmachen kann. So, und da habe ich jetzt zum Beispiel jetzt diesen selbstgebauten, den habe ich sogar schon ein paar Mal benutzt, also der ist schon reichlich erprobt worden, funktioniert hervorragend. Das werde ich jetzt einfach mal demonstrieren. Man muss jetzt auch nicht unbedingt mit so einer Verlängerung arbeiten, man kann das auch dann direkt an die Maschine anschrauben, weil die sind ja recht handlich, klein. So, und jetzt haben wir
Da habe ich jetzt geschliffen da unten. Das sieht man schon, da war so ein Staubkörnchen drin. Und das wollte ich halt auch noch weg haben. So, jetzt machen wir da mal Politur drauf. Und ich habe die Maschine, die hängt hier. Die muss ich jetzt erstmal anschmeißen. Dann macht da ein bisschen Lärm. Obwohl, es geht eigentlich. Könnte schlimmer sein. So. Jetzt habe ich da meine rotierende Scheibe. Und da kann ich jetzt wunderbar, und das ist vielleicht noch ein bisschen stärker schalten sollen, dass es höher dreht, weil die lässt dann immer ein bisschen nach. Machen wir mal gerade. Ja, das ist fast zu viel. So. So. Jetzt kann ich da wunderbar durchgehen. Das Schöne ist, ich poliere jetzt auch noch in Längsrichtung, so dass ich eigentlich keine Hologramme erzeuge. So, mal sehen. Also selbst bei Volldrehung fliegt das Ding nicht weg. So, jetzt mal gerade gucken, wo ich mein Mikrofasertuch habe. Kann mal gerade weglegen. Jetzt mal gucken. Ja, es glänzt schon sehr gut, also. Ja. Kann man natürlich auch für Felgen nehmen, wenn man innen drinne irgendwo was polieren möchte. Ja, das reicht jetzt natürlich noch nicht aus, da muss ich noch ein, zweimal nachgehen. Aber jetzt einfach noch mal neue Politur rein, da im Eck noch ein bisschen. Man kommt auch schön in die Ecken rein. So, schmeiß mal das Ding wieder an. Kann ich da wieder wunderbar. So lässt sich das recht gut kontrollieren. Also man muss ja hinten, und hinten ist ja, wo der Finger jetzt ist, da ist ja eine relativ scharfe Kante, dass man da nicht zu nah ranfährt oder da eben vorsichtiger ist, damit man da nicht sofort durchpoliert, weil da ist natürlich der Lackauftrag entsprechend dünn, wenn man das von außen lackiert hat, weil man ja auch mit der Pistole im Prinzip nur da reinnebelt. Muss man halt, aber das kann man mit so einem Gerät natürlich jetzt wunderbar machen, da. Das ganz gezielt kontrolliert polieren da. Wenn man das jetzt von Hand polieren müsste, das wird natürlich ewig dauern, bis das so glänzend wäre. Wenn man jetzt so hochwertige Fahrzeuge hat, wo es wirklich auch in den Ecken alles perfekt glänzen muss, da ist das natürlich eine unheimliche Hilfe. So, jetzt mache ich das mal wieder sauber. So, Mikrofasertuch wieder. Ich habe immer so schöne langflorige, weil die nehmen die Politur sehr gut auf, wie man sieht. So. Ja, und jetzt ist das eigentlich schon so gut wie erledigt. So. Ja, tu mich mal kurz ran da. So. Also kann sich schon sehen lassen. So, also ganz einfach. Man nehme sich dann so einen Standard-Polierschwamm, die es überall zu kaufen gibt, ne? Und schneidet da praktisch, kann man auch ausstanzen, es gibt ja so Lochstanzer,
Und schneidet man sich dann in der Breite, wie man sagt, man kann den Durchmesser natürlich auch noch größer machen oder mehrere machen. Und schneidet dann den Filz einfach zurück, so wie da. Ne? Weil das Zeug, das ist so leicht, also es gibt deswegen keine Unwucht oder so. Dafür ist das viel zu leicht, das Material. Da passiert also gar nichts. Und dann nimmt man so einen Standarddorn, der beim Dremel oder Proxon oder wie auch immer für diese Filzscheiben gedacht ist. Und bestreicht den vorne mit so einem, am besten Epoxy, so ein Zwei-Komponenten-Epoxy, dreht das sauber rein und lässt das über Nacht dann einfach trocknen und fertig hat man seinen Pulli-Aufsatz. Ne? Das ist natürlich für solche Ecken perfekt. Da kommt man dann auch mal hier so in diese Rundung rein, zur Not. Man kann es ja auch so senkrecht reinhalten, wo man normalerweise mit der normalen Polierscheibe überhaupt nicht hinkommt. So, ich hoffe, das hat euch wieder ein bisschen geholfen. So ganz einfache Sachen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass in den nächsten Jahren, wenn die Hersteller mal darauf aufmerksam werden, dass sowas gefragt ist, dass sie das endlich mal produzieren. Wenn euch das geholfen hat, dann könnt ihr ja meinen Kanal abonnieren.